Hallo und herzlich willkommen zu den 10 Tagen Gebet. Schön, dass ihr heute Abend hier in Stuttgart-Wangen dabei seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de auf YouTube oder später dieses Video anschaut. Wir entschuldigen uns, dass wir gestern Abend nicht streamen konnten und nicht aufnehmen konnten. Es gab einen besonderen Vorfall. Aber wir werden heute die Gelegenheit nutzen, das, was wir gestern hätten besprechen wollen, so ein bisschen mit einfließen zu lassen in das Thema heute. Keine Angst, das wird nicht doppelt so lange gehen. Aber das Gute ist, dass das Thema von gestern Abend und heute Abend dasselbe Thema ist, nämlich Gottes Mission und das Gebet Teil 1 und Teil 2. Und heute gibt es Teil 1 und 2 zusammen sozusagen. Und deswegen haben wir ein bisschen was vor. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei gleich. Bevor wir aber die Bibeln aufschlagen und lernen wollen, was Gott heute sich wünscht von mir und von uns und von der ganzen Gemeinde, wollen wir ihn bitten, dass er mit seinem Heiligen Geist unsere Gedanken führt. Und ich lade euch ein, wo es möglich ist, dass wir niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen für diesen Sabbattag, den wir erlebt haben, für den Segen und die Freude, die du uns geschenkt hast, für das Wort, das du zu uns gesprochen hast durch die Bibel und jetzt für die Gelegenheit, noch einmal über dein Wort nachzudenken und vor allem auch gemeinsam zu beten. Herr, es ist so ein schöner Gedanke zu wissen, dass jetzt in diesem Moment oder mit einigen Stunden Verzögerung auf der ganzen Welt Menschen, ob alt oder jung, zusammenkommen und zu beten, weil sie glauben, dass du immer noch Gebete hörst, wie damals zur Zeit des Alten Testamentes, wie zur Zeit des Neuen Testamentes und wie zur Zeit der Reformation und den Anfängen unserer Adventbewegung. Herr, wir glauben, dass du Großes vorhast, auch mit uns persönlich. Und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen, zu mir, zu jedem, der heute hier ist und zu jedem, der live zuschaut oder später das Video anschaut, dass du zu jedem von uns sprichst und dein Wort unser Herz erreicht. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Apostelgeschichte 1. Wir haben ja 10 Tage Gebet und die Erfinder dieser Gebetstage haben die Zahl 10 nicht einfach zufällig ausgewählt, sondern 10 Tage Gebet haben ein Vorbild in der Bibel. Es gibt auch 21 Tage Gebet bei Daniel zum Beispiel oder 40 Tage Gebet bei Jesus oder Mose. Und es gibt 10 Tage Gebet in der Apostelgeschichte und zwar in Apostelgeschichte 1. Dort sind all die Jünger und alle, die zum Kreis der Apostel gehören, zusammen in einem Obergemach. Und in Apostelgeschichte 1 und dort Vers 14 heißt es, nachdem die ganzen Apostel aufgezählt werden, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Weiß jemand von euch, warum die zusammengekommen sind, das waren ungefähr 120 Mann, warum die zusammengekommen sind und 10 Tage gebetet haben? Hatte jemand sie eingeladen und gesagt, hey, lasst uns mal 10 Tage Gebet machen? Hatte jemand gesagt, das wäre doch mal schön, wenn wir einfach mal 10 Tage lang beten, mal gucken, was passiert? War das der Grund? Warum waren die Jünger, warum waren die Gläubigen hier 10 Tage lang zusammen? Warum nicht 40 Tage? Weiß jemand von euch, warum es 10 Tage waren? Ganz einfach, nach 10 Tagen war die Mission erfüllt, nach 10 Tagen kam der Heilige Geist in Vollmacht, oder? Denn warum waren sie überhaupt zusammengekommen? Waren sie zusammengekommen, weil sie gesagt haben, wir haben schon lange nicht mehr gebetet? Waren sie zusammengekommen, weil sie gesagt haben, ach, die Gemeinschaft ist so schön, wir essen ein bisschen was zusammen und beten? Nein, sie hatten gebetet, weil sie ein Ziel hatten. Jesus hatte gesagt in Apostelgeschichte 1. Er hatte gesagt, und dort in Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der was? Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Sie hatten einen Auftrag. Die 10 Tage Gebet waren nicht einfach ein isoliertes Gemeindeprogramm, so nach dem Motto, wir haben schon lange nichts mehr gemacht, lasst uns mal 10 Tage beten. Die 10 Tage Gebet waren sozusagen ein Vorbereitungskurs, ein Bootcamp für das Eigentliche, was danach kam. Und das Eigentliche finden wir nicht in Apostelgeschichte 1, sondern Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist kam und befähigte die Apostel, mit Vollmacht zu predigen. Hast du schon mal Angst gehabt, deinen Glauben zu bekennen?
schon mal dich geschämt zu sagen, ich bin eigentlich Christ? Oder vielleicht sogar, ich bin eigentlich siebenten Tags Adventist. Ja, man hofft, dass die Leute es gleich verstehen, dass man nicht noch dreimal erklären muss, was das ist. So ging es auch Petrus und Johannes, als Jesus gefangen genommen worden ist, oder? Sie haben sich geschämt, sie waren ja eigentlich Freunde von Jesus. Sie mochten auch seine Predigten, sie kamen gern in die Jugendstunde oder in die Gemeinde. Sie kamen gern zu den Bibelstunden mit Jesus, aber im Zweifelsfall waren sie doch etwas beschämt. Das änderte sich, als sie 10 Tage lang gebetet hatten. Die 10 Tage Gebet befähigten sie plötzlich, mitten auf dem Marktplatz von Jerusalem zu stehen und mit Vollmacht zu predigen. Und warum? Was war jetzt passiert? Hat der Heilige Geist ihre Persönlichkeit verändert? Was haben sie eigentlich dort gepredigt? Weiß jemand von euch, was Petrus dort in Apostelgeschichte 2 predigt? Was war denn die Botschaft, die er dort gepredigt hat? So mal jetzt, nicht in allen Details, aber mal so ganz grob zusammengefasst. Was war denn so auf seinem Herzen, was er den Menschen mitgeben wollte? Ja? Ja, er hat von Jesus gepredigt, oder? Er hat gepredigt, dass Jesus gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist und jetzt im Himmel für die Menschen eintritt. Er hat das Evangelium gepredigt. Und zwar basierend auf der Prophetie. Er hat gesagt, das ist die Erfüllung vom Propheten Joel. Er hat Prophetie und das Evangelium gepredigt. Und das ist interessant, weil wir auch einen Auftrag haben, ein Evangelium zu predigen, das prophetische, oder in Offenbarung 14, das ewige Evangelium. Aber warum konnte Petrus mit solcher Überzeugung das Evangelium predigen? Warum konnte er sagen, Jesus ist für euch gestorben und er wird euch vergeben? Was meint ihr? Er hat es selbst erlebt. Und wo hatte er erlebt, dass das Evangelium von dem gekreuzigten, auferstandenen Jesus für ihn persönlich gilt und dass es dazu führt, dass auch seine Brüder, seine Freunde wieder eine Einheit werden, wo er das erlebt? In den 10 Tagen Gebet. 10 Tage lang haben sie gebetet, dass Gott ihre Sünden vergibt. 10 Tage lang haben sie gebetet, dass sie untereinander wieder eins werden. 10 Tage lang haben sie gebetet, dass alles aus dem Weg geschafft wird, was irgendwie bisher sie immer dazu geführt hat, zu streiten. Und als sie das gemacht haben, konnte der Heilige Geist ihnen dann Fremdsprachen beibringen. Der Heilige Geist hat nicht einfach ihre Sünden weggenommen. Das haben sie in den 10 Tagen erlebt. Das heißt, wir haben das letzte Mal, am Donnerstag war das, über das Evangelium gesprochen, oder? Das Gebet und das Evangelium, das Gebet dazu uns führen soll, das Evangelium anzunehmen. Wir brauchen echte Bekehrung. Aber die führt immer dazu, dass man davon erzählt. Was Gott sich wünscht, ist nicht einfach, dass Menschen motiviert werden, sich auf die Straße stellen und sagen, hier, nimm ein Buch, glaube an Jesus. Er wünscht sich, dass Menschen ihre eigene Erfahrung der Erlösung mit anderen teilen. Das war schon immer sein Plan, nicht erst in der Apostelgeschichte. Schaut mal in Jesaja 66. In Jesaja 66 und dort Vers 19. Gottes Plan war schon immer, dass Menschen das Evangelium erlebt haben, es weitergeben. Und deswegen ist dieses Evangelium etwas, das wir selbst erleben und dann weitergeben. Und ich glaube, vielleicht ist die Kraft momentan noch nicht so bei der Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft, weil wir zwar die Fakten kennen, wir können das Tier identifizieren, wir können das Mahlzeichen identifizieren, aber haben wir die Kraft des Evangeliums selbst erlebt? Schaut mal, was Jesaja 66 sagt. Jesaja 66 und dort Vers 19. Und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte wen zu den Heidenvölkern entsenden. Wer soll zu den Heidenvölkern gehen und predigen? Könnt ihr das in Vers 19 sehen? Gerettete. Menschen, die selbst gerettet sind, sollen predigen. Menschen, die die Erlösung erlebt haben, die will Gott senden. Gott sucht Menschen, die nicht nur vom Evangelium gehört haben. Nicht nur Menschen, die vom Evangelium begeistert sind, sondern Menschen, die das Evangelium erlebt haben. Wer Erlösung in seinem eigenen Leben erlebt hat, der möchte gerne davon reden. Gott möchte Gerettete senden, weil es macht ja einen Unterschied, ob ich jemandem sage, schau mal her, ich habe hier ein tolles Buch, ich glaube, das ist ganz gut, meine Kirche sagt, damit wirst du gerettet. Oder ob ich erzählen kann aus meinem eigenen Leben, was Jesus für mich getan hat. Übrigens, Erlösung, echte Erlösung,
Echte Bekehrung, echte Buße und Mission kann man nicht trennen. Schaut mal, Psalm 51. Wir haben ja am Donnerstag über Psalm 51 gesprochen, oder? Könnt ihr euch erinnern? Psalm 51 ist das Gebet, das David gebetet hat. Wisst ihr noch, was passiert war? Als er seine schlimme Sünde mit Bathseba begangen hatte. Und Psalm 51 ist das Gebet, das uns zeigt, wie ein Mensch, der tief in Sünde gefallen ist, wieder mit Gott eins werden kann. Ja? Erinnert euch daran, dass David betet, erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz. Wir haben gesagt, man braucht keine langen Gebete, keine ausgefeilten Gebete. Wenn ich bete, Herr, rette mich, dann hört Gott. Egal, was ich sage, wenn ich es von Herzen meine, so wie David hier, dann werde ich gerettet. Und jetzt schaut mal, was er ab Vers 14 sagt. Das ist sehr interessant. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Was sagt er als nächstes? Vers 15. Ich will die über die Abtrünnigen deine Wege lernen, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Im selben Gebet sagt er, ich bin Sünder, Herr, rette mich. Aber noch bevor er Amen sagt, sagt er, weil er weiß, dass Gott ihm vergeben hat, ich möchte gern anderen auch erzählen, wie du mir vergeben hast. Ist das interessant? Wir würden vielleicht denken, naja, so schlimm wie der David gesündigt hat, jetzt muss er erstmal zu Ende beten, Amen sagen, ein paar Wochen warten, mal sehen, ob er auch treu bleibt, nicht wahr? Und wenn er sich bewährt hat, dann kann man vielleicht darüber nachdenken, ihn mal auf die Straße zu stellen, um Mission zu machen, oder? In dem Moment, als er gewusst hat, Jesus hat mir vergeben, Gott hat mir vergeben, sagt er, ist sein nächster Wunsch, ich möchte anderen erzählen, was du an mir getan hast. Vers 16, errette mich von Blutschuld, oh Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. David hat nicht nur gebetet, Herr, erschaffe mir ein reines Herz, er sagt, Herr, tue meine Lippen auf, in demselben Gebet. In demselben Gebet, in dem er sagt, Herr, vergib mir, sagt er, Herr, ich würde gern anderen erzählen, dass du mir gerade vergeben hast, dass du mir ein neues Herz geschenkt hast. Und deswegen kann man keinen Menschen jemals in die Mission treiben. Man kann zwar Leute motivieren, Aktionen zu machen, man kann Leute motivieren, geh auf die Straße, geh von Tür zu Tür, stell dich irgendwo hin und predige. Das machen sie vielleicht, aber es ist niemals das, was Gott sich eigentlich wünscht. Was Gott sich wünscht, ist, dass Menschen beten, 10 Tage Gebet, und in ihrem eigenen Herzen erleben, Gott vergibt mir. Und zwar die Sünden, mit denen ich immer kämpfe. Und das, was ich selbst erlebt habe, das kann ich anderen auch erklären, wie das funktioniert hat. Einer, der das auch erlebt hat, ist der Paulus. Schaut mal in Römer 1. In Römer Kapitel 1 und dort Vers 16 und 17. Paulus sagt hier in Römer 1, Vers 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Warum? Denn es ist was? Was ist das Evangelium? Eine Kraft. Und schaut, die Sache ist die, gerade dann, wenn man vielleicht in der Gemeinde aufwächst, dann ist das Evangelium für einen meistens eine Lehre, also im Sinne von EH, nicht EE, aber EH. Eine Lehre, etwas, was man gelernt bekommt hat, etwas, was man beigebracht bekommen hat, etwas, was man theoretisch erklären kann. Aber Paulus sagt, das Evangelium ist für mich eine Kraft. Woran erkennt man eine Kraft? Woran erkennt man, dass eine Kraft wirkt? Es stärkt. Bestärkung, ja, genau. Eine Kraft verändert immer etwas, oder? Wenn ich mit einer Kraft auf etwas einwirke, ich werde jetzt hier nicht die Blumen kaputt machen, dann verändert sich was. Eine Theorie geht an mir vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr Matheunterricht stark beeindruckt gewesen seid. Matheunterricht handelt nur von Wahrheit. Ja? Alle Sätze der Mathematik sind alle wahr, aber sie beeindrucken einen jetzt meistens nicht so sehr. Es sei denn, man hat irgendwie ein Faible für Mathe. Das ist ja ganz toll und ist von Gott gegeben. Aber Mathe-Sätze, Mathe-Wahrheiten verändern das Leben nicht. Man kann alle Wahrheiten der Mathematik verstehen und trotzdem ein böser Mensch sein. Das Evangelium ist nicht nur eine Menge von wahren Sätzen, sondern eine Kraft. Und Paulus sagt, eine Kraft für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin offenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Frage an euch. Welches ist
eurer Meinung nach in diesen beiden Versen, Vers 16 und 17, das wichtigste Wort? Es gibt keine falsche Antwort, okay? Es gibt keine falsche Antwort. Glaube ist extrem wichtig. Hat jemand noch eine Idee? Ja? Vertrauen, ja? Das ist, ja, Glaube, Vertrauen, genau. Hat jemand noch eine Idee, was das wichtigste Wort sein kann? Denn, genau, denn. Warum denn? Also natürlich sind die anderen auch alle genau wichtig. Was, wenn ein Satz mit denn beginnt? Was sagt das? Genau, es ist eine Begründung. Du meinst das denn in Vers 17, ne? In 16, genau. Ja, genau, sehr, sehr gut. Ich nämlich auch. Ich war mir nicht ganz sicher, vielleicht doch 17 meinst. Aber denn ist eine Begründung für etwas, was davor steht. Wir nehmen Vers 16 und 17 immer als das Evangelium von Paulus. Aber in Wirklichkeit ist es eine Begründung für das, was in Vers 15 steht. Und was steht in Vers 15? Was sagt Paulus da? Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom, was? Das Evangelium zu verkündigen. Paulus sagt, auch wenn es eine Millionenstadt ist, auch wenn dort die Kaiser selbst residieren, auch wenn dort mehr Gewalt ist als irgendwo sonst, denn ich bin bereit, dorthin zu gehen, mich auf den Marktplatz, das Forum Romanum zu stellen und zu predigen. Warum? Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Denn es ist Gottes Kraft. Weil er das Evangelium als Kraft empfunden hat, deswegen schämt er sich nicht. Und deswegen ist er bereit, sogar bis nach Rom zu gehen. Also was fehlt der Gemeinde, damit sie endlich das Evangelium, das ewige Evangelium, allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen predigt? Eine bessere Karte, dass sie wissen, wo die Völker sind? Ein bisschen mehr Motivation, dass sie mal wieder so loslegen? Ihnen fehlt das Gebet, das ihnen zeigt, ich bin ein Sünder, ich brauche Erweckung und Reformation, denn dann erlebe ich die Kraft und die führt automatisch dazu, dass ich gerne anderen davon erzähle. Also sind wir bereit, überall dort für Jesus zu reden, wo Gott die Türen öffnet. Paulus sagt ja, ich weiß nicht, wie ich nach oben komme. Ja, das liegt in Gottes Hand. Er muss die Türen öffnen und erschließen, aber ich bin bereit. Können wir heute Abend sagen, auch ihr, die live zuschaut oder später das Video anseht, könnt ihr sagen, ich bin heute bereit, wenn der Herr mich in den Irak stellt. Oder wenn er mich an eine neue Arbeitsstelle stellt. Oder wenn in meiner Familie, bei den Ungläubigen meiner Familie, sich eine Tür öffnet, bin ich heute bereit. Nicht, weil der Christopher gesagt hat, ich muss, sondern weil ich in den 10 Tagen Gebet mich neu daran erinnert habe, was Gott schon alles für mich getan hat und weil ich neu erlebe, dass Gott mir ein neues Herz schenkt. Jeden Tag wieder. Schaut mit mir in Markus Kapitel 5. In Markus Kapitel 5 und dort Vers 19. Ihr kennt vielleicht die Geschichte in Markus 5 ganz bestimmt. Ein Mann, so besessen, dass man nicht einmal zählen konnte, wie viele Dämonen genau drin waren in ihm. Wahrscheinlich um die 2000 oder so. Es waren jedenfalls 2000 Schweine, die mit Dämonen besessen gewesen sind. Legion, sagen die. Und das heißt eine römische Einheit von ungefähr mehreren tausend. Dieser Mann, wisst ihr noch, was dieser Mann gebetet hatte, um frei zu werden? Wie viele Worte hatte dieser Mann gebetet, um frei zu werden? Kein einziges. Aber er hatte mit seinen Augen signalisiert, so sagt Ellen White. Er hatte mit seinen Augen gesagt, Herr, rette mich, auch wenn seine Worte nur von den Dämonen kontrolliert werden konnten. Aber er wollte gerettet werden und Gott konnte ihn retten. Jesus hat ihn gerettet. Das hat uns gezeigt, egal wie viele Worte wir verwenden, wenn es in unserem Herzen ist, gerettet zu werden, werden wir gerettet. Jetzt dieser Mann hatte noch nie eine Predigt von Jesus gehört. Er hatte nur Jesus gesehen und gewusst, Jesus kann ihn retten. Und er war gerettet worden. Und schaut mal, was er sagt in Vers 19. In Vers 18, Entschuldigung. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Ist nicht ein guter Wunsch? Herr, kann ich bei dir auf die Missionsschule gehen? Kann ich ein bisschen mit dir Zeit verbringen? Ich würde gerne ein paar Predigten hören. Ich würde gerne ein bisschen erstmal lernen, oder?
Was sagt Jesus? Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh in dein Haus, zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Er sagt nicht, verkündige ihnen das Buch 5. Mose. Könnt ihr sehen? Er sagt nicht, verkündige ihnen die Psalmen. Er sagt nicht, verkündige ihnen die Prophezeiung aus Daniel 9 und zeige anhand der Geschichtsfakten, dass sich das erfüllt hat. Das konnte der gar nicht. Da gab es andere, die das dann mussten und dann auch konnten. Dieser Mann konnte nur eine Sache erzählen, nämlich, ich war besessen, ich war eine Plage für die Menschheit und Jesus hat mich gerettet, obwohl ich nicht mal ein Wort reden konnte. Und das hat er gemacht. Und als Jesus etliche Monate später in dieselbe Gegend kam, da sagt die Bibel, hier wird er ja noch vertrieben, ja, die Leute schicken ihn weg. Als er einige Monate später in dieselbe Gegend kommt, in die Dekapolis, da sind so viele Leute da, dass er schon wieder 4000 Männer plus Frauen plus Kinder speisen muss, weil die alle von nah und fern kommen. Ein Mann, der noch nicht eine Predigt gehört hat, nicht eine Bibelstunde gehört hat. Jeder von uns, jeder, der heute hier sitzt, zuschaut, das Video später sieht, allein die Tatsache, dass ihr bis hierhin zugehört habt, habt ihr schon mehr Bibelverse gehört als dieser Mann. Ihr seid jetzt schon besser vorbereitet für die Aufgabe als dieser Mann. Aber dieser Mann ging. Warum? Weil er erlebt hat, Jesus hat mich befreit. Er hat mich gerettet. Jesus möchte, dass wir unsere persönliche Erfahrung in die Mission einbringen. Er möchte, dass wir das erzählen, was wir erlebt haben. Ja? Das ist eine interessante Frage. Also wir wissen aus der Bibel, dass Jesus, dass die Kunde von ihm sich überall verbreitet hat. Ja, also er ist durch die Dörfer und die Städte gegangen und die Menschen haben gehört, dass Jesus große Wunder tut. Wir hören immer wieder von Menschen, auch von Aussätzigen, die dann gehört haben, dass Jesus sie heilen könnte über verschiedene Wege. Aber es ist auch gut möglich, dass hier der Heilige Geist einfach an ihm gewirkt hat und gesagt hat, das ist deine Chance. Ja, er hat vielleicht keinen Bibeltext gekannt, der ihm das sagt. Aber ich glaube, wenn Jesus unser Leben hineinspricht, dann merken wir das. Wenn Jesus unser Leben wirkt, manchmal können wir es noch nicht so in Worte fassen. Oft ist es so, dass man später im Nachhinein merkt, oh, da hat Jesus schon gewirkt. Ja? In dem Moment haben wir es vielleicht noch gar nicht so begriffen, aber er hat Jesus gesehen. Uns wird gesagt, das Aussehen von Jesus, die Worte von Jesus waren so wie bei keinem anderen Menschen. Selbst seine Feinde, wenn sie ihn greifen wollten, haben manchmal gesagt, keiner hat so geredet wie er. Also auch die Persönlichkeit von Jesus hat deutlich gemacht, ich kann dir helfen, ich will dir helfen. Und wir haben ja nun nicht auch alle Worte aufgeschrieben, vielleicht hat Jesus auch direkt zu ihm gesprochen, hat mit ihm Worte gewechselt, hat auf ihn eingeredet sozusagen. Aber es ist eine gute Frage. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich mit euch Offenbarung 14 lesen. Offenbarung 14 und dort Vers 6. Das ist ja das, was in diesen 10 Tagen Gebet uns begleitet. Die Botschaft kennen wir gut. Und manchmal fragen wir uns, wir haben sie so oft gelesen, so oft studiert, so oft gepredigt, warum leuchtet sie nicht hell an dieser Welt? Vielleicht deswegen, weil uns genau das fehlt. Das heißt in Offenbarung 14, Vers 6, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Nicht einfach nur Fakten über das Tier, nicht einfach nur Daten über das Gericht, nicht einfach nur Beweise, dass ein Tag der richtige Anbetungstag ist. Ein Evangelium, eine gute Botschaft. Hast du das Gefühl, dass du anderen Menschen etwas Gutes sagen kannst, etwas, das ihnen hilft, dass sie das gut für sie ist? Und das hast du dann, lieber Freund, liebe Freundin, das hast du dann, wenn du erlebt hast, dass Jesus dir hilft. Und so führt die eigene Erlösung dazu, das Evangelium zu verkündigen. Und das hat mit Gebet zu tun. Denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Es gibt manche Menschen, die sind der Meinung, dass Jesus in den nächsten Wochen wiederkommen wird oder Monaten. Und ich wünsche mir, dass es wahr ist. Aber eins kann ich euch sagen, ihr Lieben, Jesus kommt nicht wieder, nur weil wir Masken tragen müssen. Und er kommt auch nicht wieder, weil es eine Pandemie gibt. Dann hätte er schon längst wiederkommen müssen. Es gab schon viel größere Krisen und viel größere Katastrophen. Der Grund, wann Jesus wiederkommt, ist in der Bibel eindeutig und absolut klar beschrieben. Matthäus 24, Vers 14 sagt, dieses Evangelium vom Reich wird, wo gepredigt werden? In der ganzen Welt und dann wird das Ende kommen. Wann kommt Jesus wieder?
wenn das Evangelium in ganz Nordkorea gepredigt worden ist. Und in ganz Afrika. Und in ganz Stuttgart-Wangen. Und in deinem Dorf. Und in dem Dorf daneben. Und in dem Dorf daneben, wo es gar keinen Christen gibt vielleicht. In jedem Dorf, in jeder Stadt, auf der ganzen Welt, unter allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen. Damit auch niemand denkt, naja, wir haben ja schon mal hier eine Gemeinde in dem Land, dann passt es schon. Also wenn wir der Meinung sind, dass Jesus bald wiederkommt, weil wir die Pandemie für ein Zeichen der Zeit halten, was ja auch durchaus möglich und richtig ist, dann sollten wir anfangen zu beten, nicht nur in Bezug auf die Pandemie, was auch wichtig ist, aber vor allem für die Mission. Dafür müssen wir beten, denn dann kommt Jesus wieder. Alle Nationen, alle Völker, alle Stämme und alle Sprachen. Übrigens, habt ihr mal gefragt, warum das, also ich habe eine Frage an euch. Warum besteht Jesus darauf, dass das Evangelium erst allen Menschen gepredigt werden muss, wenn doch sowieso ständig Menschen sterben, die es nicht gehört haben? Schon mal drüber nachgedacht? Während wir sprechen, sterben, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Menschen pro Sekunde, oder also, sterben Menschen die ganze Zeit. In vielen Ländern, in China oder Indien, die auch niemals vom Evangelium hören. Es ist ja nicht so, was die Bibel nicht sagt, ist, dass alle Menschen, die jemals gelebt haben, das Evangelium hören werden. Manche werden das Evangelium nur anhand der Natur gesehen haben. Ja? Oder an dem, was der Heilige Geist an ihnen gewirkt hat. Aber viele werden das Evangelium, so wie wir es predigen sollen, nie gehört haben. Also warum besteht Jesus dann darauf, dass es doch einen Zeitpunkt geben soll, wo mal alle es gehört haben? Zur gleichen Zeitpunkt, ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Das Ende der Gnadenzeit spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und ich glaube, es gibt noch einen Punkt, den man vielleicht bedenken sollte. Es heißt das Evangelium vom Reich. Wisst ihr, es gibt in dieser in der Bibel, in der Prophetie, zahlreiche Weltreiche. Habt ihr die mal studiert? Da gibt es Babylon und wen gibt es danach? Nach Babylon kommt Medo-Persien und dann gibt es Griechenland und dann gibt es Rom, nicht wahr? Und dann gibt es immer so Reiche. Aber diese Weltreiche heißen zwar Weltreiche, aber wisst ihr was? Die haben nie die ganze Welt erreicht. Oder? Also die waren immer so die wichtigsten Reiche. Ja, also als Babylon Weltreich war, waren die Ägypter schwach und nicht wahr? Die Meder waren schwach und so. Babylon war das Mächtigste und dann waren die Medo-Perser, ja? Und die Griechen waren so ein bisschen klein. Und dann kamen die Griechen und die Römer waren ein kleines Dorf. Ja? Und, aber sie haben nie die ganze Welt erreicht. Ja, die Chinesen haben nie was von den Babyloniern gehört. Und je mehr wir die Geschichte vorangehen, desto größer werden die Reiche. Ja, Babylon und dann Medo-Persien wird größer, das Reich von Alexander dem Großen, dann Rom, es wird immer größer und wir leben in einer Zeit, in der alles globalisiert wird. Ich habe darüber nachgedacht, dass auch das Reich Gottes eine Weltherrschaft anstrebt. Und wenn das Reich, übrigens in Daniel 7 ist genau der Punkt, da wird ein Reich nach dem anderen gezeigt und dann heißt es, dass im Gericht ein Sohn des Menschen kommen wird. Ein Menschensohn, ein Mensch. Und ihm wird die Herrschaft und das Reich und das Königtum verliehen. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit über alle Nationen, Völker, Stämme und Sprachen. Und unsere Botschaft ist eigentlich an die ganze Welt, dass dieses Königreich kommt. Und ich glaube persönlich, wenn diese Botschaft zum gleichen Zeitpunkt auf der ganzen Welt verkündigt worden ist, dann hat sich gezeigt, dass obwohl Babylon und Medo-Persien und Griechenland alle die Welt erobern wollten, aber alle gescheitert sind, es einen gibt, der wirklich die ganze Welt erobert hat. Nämlich Jesus Christus. Durch seine Botschaft. Und wir sind Teil dieser Welteroberung. Ja? Nicht mit Waffen, nicht mit Gewalt, sondern mit der Liebe Gottes, mit der Geduld der Heiligen und mit dem Gebet. Mit anderen Worten, vorwärts auf unseren Knien. Ein letzter Vers in Matthäus 10. Matthäus Kapitel 10 und dort Vers 35. Vielleicht denkt ihr, aber meine Güte, so viele Städte, so viele Gebiete, so viele Länder. Und ja, so viele Städte, so viele Gebiete. Ich glaube, Gott ist traurig, wenn er sieht, wie wir unsere Zeit nutzen und wie wir, und ich rede zu mir selbst, was wir in unserer Zeit alles so tun und wie wir unsere Zeit oft vergeuden und falsche Prioritäten setzen und auch falsche Kämpfe kämpfen. Matthäus 10, Vers 35, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich glaube, wenn Jesus die Welt im Jahre 2022 anschaut,
dann empfindet er Mitleid. Manche von uns wären vielleicht eher ärgerlich, wenn sie die Welt anschauen. Aber Jesus empfindet Mitleid. Und er sieht, dass die allermeisten ohne Orientierung sind. Und dann sagt er in Vers 37, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind was? Wenig Arbeiter. Und ich kann euch sagen, so war ich hier stehe, wir könnten mehr Arbeiter gebrauchen. An allen Ecken und Enden. Die Verkündigung des Evangeliums, sei es im Gesundheitsbereich, sei es im Erziehungsbereich, sei es in der Prophetie, in allen Bereichen, könnte weitaus mehr Arbeiter vertragen. Also, weitaus mehr. Was sagt Jesus? Sagt er, hier ist das Anmeldeformular, bewirb dich. Was sagt er in Vers 38? Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Jesus sagt einfach, fangt an, dafür zu beten, dass mehr Leute das Evangelium predigen. Und ratet mal, wo man das tun könnte. Dieses Gebet. Wäre nicht die 10-Tage-Gebet eine gute Gelegenheit anzufangen, Herr, sende Arbeiter nach Deutschland. Vielleicht können wir auch beten, Herr, sende Arbeiter nach Nordkorea. Herr, sende Arbeiter nach Stuttgart. Herr, sende Arbeiter an meinen Arbeitsplatz. Und spätestens bei dem Gebet wird wahrscheinlich der Heilige Geist ein bisschen an unserem Kopf klingeln und sagen, rate mal, wer dafür geeignet wäre, nicht wahr? Ihr könnt ja sehen, wen Jesus danach aussendet in Kapitel 10. Nachdem er sagt, betet um Arbeiter. Nächste Kapitel sagt, er sendet sie selbst aus. Aber nur nachdem sie darum gebetet haben, denn dann waren sie bereit, weil sie plötzlich gemerkt haben, irgendjemand muss das ja machen. Nur wenn wir beten für die Mission, wenn wir feststellen, hey, irgendjemand muss es machen. Und so wünsche ich mir, dass die 10-Tage-Gebet bei uns in meinem Herzen oder in eurem Herzen neu dazu anregen, zu sagen, wir sind doch nicht einfach Gemeinde, nur damit wir uns wöchentlich treffen. Wir sind nicht nur ein Club, der über religiöse Dinge debattiert. Wir existieren doch aus dem Grund der Welt zu sagen, Jesus kommt bald wieder. Sollten wir nicht dann anfangen, neu darüber nachzudenken, wie das Evangelium verkündigt werden kann? Ich wünsche mir, dass wir die Erfahrung machen wie Paulus und wie David und wie der Mann aus Gadara, dass wir Jesus so erleben und solche Erfahrungen mit ihm machen, dass uns niemand dazu ermutigen muss. Niemand sagen, jetzt mach mal, sondern wir nur noch Ratschlag brauchen, wo kann ich hingehen, was kann ich tun, wo kann ich dabei sein. Möge Gott uns helfen. Und ich lade euch ein, liebe Freunde, die ihr jetzt im Livestream seid, auch dafür zu beten, wenn ihr euch jetzt zu Hause in euren Hauskreisen oder Bibelkreisen oder Zoom-Meetings dazu dann einschaltet. Wir werden jetzt hier den Livestream ausschalten, uns dem Gebet hier widmen. Und wir freuen uns, wenn ihr morgen um 19:30 Uhr dann wieder hier dabei seid. Bis dahin, Gottes Segen euch. Amen.